Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Heroes of the Storm. Wir haben, ja, etwas länger ausgesetzt, ich persönlich auch mit diesem Spiel tatsächlich. Ich habe sehr lange nicht mehr gespielt und habe jetzt, ja, vorgestern mal wieder eine Runde gemacht mit der guten Kerrigan, die ist ganz gut gelaufen. Möchte jetzt aber natürlich im Let's Play mal wen anders zeigen, und zwar am besten jemand, mit dem ich noch nie gespielt habe. Und zwar Sylvanas. Die gute habe ich noch nie gespielt und die ist in dieser Woche free to play und deswegen schauen wir uns die einfach mal an. Vorher schaue ich mir natürlich selber mal die Fähigkeiten an. Was kann die eigentlich? Schießt auf den nächstgelegenen Gegner, wobei Helden Priorität erhalten und fügt dem Ziel 25 Schaden zu, verfügt über 5 Aufladungen. Okay. Erhält pro Gegner schon Diener oder Söldner, der in der Nähe getötet wird. Eine Aufladung erhält pro Gegner schon Helden. Ja, okay. Fügt dem Ziel 10 Schaden zu und im Verlauf von 2 Sekunden zusätzlich 40. Dieser Effekt springt auf Ziel in der Nähe über. Sendet eine Welle von Banshees aus, die alle Ziele 30 Schaden zufügen, kann erneut aktiviert werden, um den Helden auf den Banshees zu teleportieren. Okay, das kenne ich, dass man schießt quasi so einen Schuss los und kann sich quasi ins Ende davon teleportieren, damit kann man durch Wände gehen und sowas. Angriffe und Fähigkeiten betäuben Diener, Söldner und Türme. Okay, unsere Fähigkeiten können also Türme betäuben, sodass man halt Türme kaputt machen kann, ohne dass die sich auf uns zurückschlagen. Und unsere Heroische, die zweite, können wir ja nicht nutzen, weil wir noch Level 1 sind. Klagender Pfeil schießt einen Pfeil, der bei erneuter Aktivierung der Fähigkeit explodiert. Die Explosion verursacht im Wirkungsbereich 200 Schaden und bringt 2,5 Sekunden lang zum Schweigen. Der Pfeil explodiert automatisch, sobald die maximale Reichweite erreicht wurde. Okay. Scheint erstmal ein bisschen komplizierter zu sein. Kann das sein? Oh, das Reittier kenne ich doch gar nicht. Oder kenne ich das? Doch, das ist aber, glaube ich, neu in der Auswahl hier. Das war, glaube ich, damals weihnachtsexklusiv und war deswegen hier nie mit dabei. Kommt mir zumindest unbekannt vor, sagen wir es mal so. Ach komm, reiten wir auf einem Pferd. Was ganz Spektakuläres, reiten wir auf einem Pferd. Ja, wie gesagt, spielen. Den Verlassenen. Ich werde wahrscheinlich richtig verkacken, weil ich erstens das Spiel seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe und zweitens den Champion hier noch nie, den Helden, aber... Und versucht's einfach mal, ne? Ihr könnt's ja mal versuchen. Ich habe auch aus irgendeinem Grund, ich war mir hundertprozentig sicher, das habe ich nämlich bei dem Spiel, was ich vor 2 Tagen gemacht habe, ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich damals Seratul gekauft habe. Oh, und den kenne ich übrigens auch noch nicht. Das ist der neue Champion, der hinzugekommen ist. Den habe ich auch noch nie gesehen. Auch noch in keinem Game mit dem zusammen gewesen. Also der war neu und jetzt ist Joanna noch neu gekommen. Das sind quasi 2, die ich komplett verpasst habe. Kenne ich beide noch nicht, habe ich beide noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was die können. Bin ich mal gespannt. Joanna scheint für mich eher so ein bisschen tanky zu sein. Und Sylvanas habe ich ja auch vorher noch nie selber gespielt. Mit der war ich schon zumindest zusammen in einer Lobby, aber beziehungsweise in einem Spiel, aber selber gespielt hatte ich sie noch nie. Ich habe also eine ganze Menge verpasst. Was ich sagen wollte, ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich Seratul damals gekauft hatte. Und wollte den dann halt vor 2 Tagen wieder spielen, weil mir der immer sehr, sehr gut gefallen hat. Und wollte dann quasi starten und habe dann festgestellt, geht nicht. Den habe ich nicht gekauft. Und da war ich total verwirrt. Ich war mir wie gesagt hundertprozentig sicher, dass ich ihn eigentlich gekauft hatte. Aber okay. Erhöht die Reichweite vom Verderben. Oh, hat man jetzt alle Fähigkeiten bereit, ohne den Charakter gelevelt zu haben? Das wäre dann mir neu. Vernichtet das Feuer, fügt irgendwie den dreifachen Schaden zu. Dann hat die Abklingzeit. Ich habe keine Ahnung, welches von uns am besten ist. Dreifacher Schaden hört sich gut an. Lass die Schlacht beginnen. Okay, erstmal wieder reinkommen. Wie gesagt, ich bin hier gerade... So, was kann denn die Kuh jetzt beispielsweise? Ach, die Kuh schießt ja automatisch auf nahegelegene Gegner. So zum Beispiel. Mein Wille ist mein eigener. Hilfe! Tschüss! Schon geschehen. Teamkameraden, was macht ihr eigentlich? Gammelt ihr da oben rum, während das gesamte Gegnerteam hier unten hin unterwegs war? Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Na, ich glaube, das können wir jetzt schon vergessen. Unser Team ist inkompetent. Oder? Komm schon! Mein
Schade. Da ist er tatsächlich noch entkommen. Ich glaub's einfach nicht. Naja. Aber Sivana scheint mir ganz gut zu gefallen. Aber ich muss erstmal Seratul kaufen und der kostet schon verdammt viel Geld. Man kann quasi fast Dauerfeuer hier machen, wenn so viele Gegner in der Nähe sind. Weil häufig einer stirbt. Ah, ich sollte mal kurz zurück, Kumpel. Wir sollten zurück. Fuck, die Minen gingen gleich auf und ich kann mir das Ding nicht holen. Scheiße, muss ich ohne rein. Okay, ich habe ihn einen kleinen Moment aufgehalten. Jetzt kann ich... Wird das hier mitnehmen? Oh, es ist schon einer von uns gestorben. Geslo, der ist aber auch scheiße. Okay, Sylvanas ist auch tot. Da habe ich zumindest vorher noch ein bisschen Damage machen können. Geslo ist aber leider auch ein scheiß Diener, meiner Meinung nach. Also, mir gefällt der gar nicht. Fuck you! Nein, nicht auf die! Kennt dich dein Ernst sein, dass der denn kommt, oder? Nein! Was hat denn unser Team gemacht? Ist unser komplettes Team gestorben? Oh Gott! Unser komplettes Team ist hier unten verreckt. Ja, herzlichen Glückwunsch, das Spiel ist verloren. Oh Mann! Wenn ihr die Heimsuchung wieder aufladen, dann vernichten das Feuer. Wir haben auch nur 6 von den Dingern gesammelt. Feuert eine maximale Anzahl an Aufladungen, kostenlose Aufladungen, dann vernichtet das Feuer ab. Also das ist quasi so ein Dauerfeuer-Spam-Ding. Geh doch da rein, du Vollidiot! Was macht der denn? Alter, unser Team ist so inkompetent, Mann! Aktivieren, um Schaden über Zeit zu verursachen. Hört sich ganz cool an. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. So. Ich bin eurer Anmaßung überdrüssig. Schon geschehen. Ich muss mich jetzt schnell entscheiden. Ich erhöhe die Lähmung. Sehr schön. Die Gegner kommen. Kommt schon, schneller. Mach schneller. Schneller Damage. Wir schaffen das. Ah, nein. Renn doch nicht weg, Mann. Du bist doch eh tot. Oh, was macht der denn? Du wärst doch eh gestorben. Dann renn doch einfach rein und versuch doch so viel wie möglich einzusammeln, Mann. Warum muss ich mit solchen Leuten spielen? Okay, ja, wir müssen nach oben, um zu verteidigen. Deren Ding ist so krass stark und die sind schon durchgepusht auf den Lane. Das wird schwer, das wird schwer. Alter, ich hab keine Ahnung, was die können. Okay. Fuck you. Was macht denn unser Arthas da? Das war gar nicht Arthas, wir waren das. Auch das war dieser komische neue Champ-Dingens, ne? Kommt mir so vor, als wenn er gar nichts könnte. Oh oh. Ich muss hier weg! Ja, aber Arthas kann auch nicht viel, leider. Und ich bin auch außer Übung. Ach, leck mich am Arsch. Das ist verloren. Das ist sowas von verloren. Und ich habe keine Zeit, mir hier meine Fähigkeiten durchzulesen.
Okay, Gegner, die Wert des Effektes hat, aber sterben, explodieren. Schattendurch gewährt für jeden betroffenen Gegner Heilung. Der Einsatz einer Fähigkeit verstärkt den nächsten automatischen Angriff, verstärkt den Deuter in der Nähe, Welle der Heimsuchung tarnt den Helden. Das ist besser zum Wegrennen, aber Wegrennen, momentan ist mir nicht nach Wegrennen. Dann nehme ich lieber ein bisschen Heilung, dann kann ich offensiver gehen. Wir brauchen nämlich unbedingt Offensivität hier. Offensivität. Meine Fresse, hat der viel kaputt gemacht, ey. Und hätte gar nicht so viel kaputt gemacht, das wäre nur das erste Lager. Jetzt können wir was kaputt machen. Ich dachte, wir wären schon... Hier gibt es ja nur ein Lager auf der Map. Man merkt, dass ich es lange nicht mehr gespielt habe. Fuck! Ich musste die heroische... Die Gegner hatten schon Ulti, das ist das Problem. Deswegen bin ich auch in den Kampf gegangen. Die Gegner hatten halt Ulti und wir noch nicht. Das war der vollkommen dümmste Aktion von uns, da reinzugehen. Wenn die Gegner Ulti haben und wir nicht. Und wir in Unterzahl sind, weil der nicht mitgekommen ist. Es waren 4 gegen 5 und die 5 hatten auch noch Ulti. Also das war sowas von verloren. Und jetzt haben sie natürlich fast 2 Level Vorsprung. Eben hatten sie nur ein halbes. Also was kann meine Ulti jetzt? Schießt einen Pfeil, der erneute Aktivierung die Fähigkeit explodiert. Seid ihr bereit, gegen die Untoten zu kämpfen? Na gut, immerhin gehen sie zurück. Kann ich schon mal hier rein und mich positionieren, dass wir gleich anfangen können, die Gegner zu vernichten. Ah, 14 Sekunden noch, das ist ein bisschen vergeudete Zeit, ich weiß. Aber die Gegner müssten ja eigentlich noch relativ schwach sein, oder sind die... Jetzt gehen unsere Leute aber in den Kampf, das ist dumm, Leute! Jetzt stirbt Gessler und wir sind alle in Unterzahl hier unten. Warum gehen unsere Leute in den Kampf, kurz bevor die Gegner beschworen werden hier unten? So. Wir hätten uns einfach hier unten aufteilen müssen, die Gegner mussten nämlich heilen, dann wären wir nämlich in der Überzahl gewesen, dass wir hier unten zumindest schon mal eine Menge einsammeln können. Geslo, Kaltas und Taika sind also alle vernichtet schon mal. Ich höre. Okay, die sind da oben beschäftigt. Ja, und die ist stärker, weil sie ein Level über mir ist. Das ist zum Kotzen. Jetzt renn doch nicht von der weg! Was habe ich für inkompetente Teammitglieder? Er steht mit seiner Explosionsfähigkeit vor dem Lowlife-Gegner, dreht um und trifft gar keinen. Was zum Teufel? Alter Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr stellt euch so inkompetent an. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Oh Mann. Jetzt rennt der da auch noch voll rein. Jetzt kommt, warum kommst du nicht mit runter? Was ist das für ein inkompetentes Team? Der macht hier oben die Scheißgolem, statt unten zu helfen. Oh Gott. Ja, geil, weißt du. Meine Golems kehren. Vergiss es. Vergiss es einfach. Mit dem Team kannst du nichts reißen. Also mit dem Team hast du keine Chance. Oh oh. Oh oh. Wo kommen die denn alle her? Golem ist schwächer als der eures Gegners. Bereitet eure Verteidigung vor. Warum sind wir eigentlich alle jetzt hier unten? Wollt ihr mich verarschen? Der Golem da oben geht ganz einfach durch. Wir müssen hier zurück.
Wir müssen oben verteidigen, deren Golem ist doch stärker als unsere. Unsere ist schon tot! Das war voll die bescheuerte Idee, dass sie hier alle runtergekommen sind. Ich wollte nur ein klein bisschen pushen und dann weggehen. Dann kommt plötzlich unser ganzes Team zur Hilfe. Ich werde den einfach nicht platt kriegen und der einfach alles kaputt haut. Das war so eine dumme Sache, den nicht zu verteidigen. Boah, ey. Ach ja, dann gehe ich unserem Team unten mal helfen. Und die Gegner machen es natürlich schlau. Und was macht unser Team? Die laufen irgendwo in der Pampa rum, aber keiner hilft. Die Gegner sind alle fünf da, haben es alle sofort gerafft. Und aus unserem Team sind nur zwei Leute da. Respekt, Respekt, Applaus dafür unser Team. Dass es keiner gecheckt hat. Kein einziger. Hier, der steht da irgendwo im Gras und chillt rum. Guckt sich das alles mal friedlich an. Der steht da oben rum und versucht alleine irgendwo durchzupushen, was überhaupt keinen Sinn macht, wenn direkt hinter ihm drei Leute sind. Und der rennt ihn jetzt sogar noch in die Arme rein. Jetzt rennt er da unten den Weg. Jetzt hat er sich mal aus dem Gras rausbewegt. Toll. Boah, ey Leute, ernsthaft. Das geht doch gar nicht. Oh Mann. Womit habe ich so ein Team verdient hier? Welle der Heimsuchung kann zweimal eingesetzt werden. Ich kann die ganzen Fähigkeiten nicht. Ich habe keine Ahnung, was Welle der Heimsuchung ist. Und ob es gut ist, wie ich das zweimal einsetzen kann. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung gehabt, mir die Fähigkeiten durchzulesen. Das Spiel ist gerade zu stressig. Um das jetzt zu tun. Dann kann ich es mir jetzt durchlesen. Ein Zentimeter vor der Safe Zone. Alle fünf gestorben. Einer vom Gegner. Geil. Jetzt gehen die Minen auf. Alle Gegner sind in den Minen. Was macht der denn? Jetzt reit doch los. Die Minen sind offen, Mann. Oh, so ein scheiß Team. Meine Hälfte sind, machen wir eine Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Aktivieren um Lebenspunkte. Schattendurch macht Gegner besonders verwundbar. Okay, wir machen jetzt viele Teams. Teamfights, meine ich. Und da ist natürlich gut, wenn ich besonders viel Damage mache. Das Problem ist, Geslow, die Minen sind offen. Und du machst hier oben Minions. Ist das dein Ernst? Geslow, die Minen sind offen. Oh. Warum? Der ist alleine da unten. Der hat zwei bisher eingesammelt. Wir haben es so verkackt. Das ist jetzt ein Todesstoß. Die pushen jetzt mit ihrem Golem durch und dann ist es vorbei. Was machst du da, Geslow? Ja, jetzt brauchen wir auch nicht mehr reingehen. Die Gegner haben den Boss fertig, bevor wir da sind. Komm, brauchst nicht rein. Die Gegner haben den Boss fertig, bevor wir da sind. Geslow hätte eventuell noch was machen können. Aber das Spiel ist eh verloren. Wir hätten jetzt vielleicht Camps machen können, aber die haben die Gegner ja auch alle. Weil das auch keiner von uns verteidigt hat. Der Golem da oben wird jetzt das Ende bringen. Ein schwacher Golem sammelt mehr Schäden. Ja, das Match war von Anfang an verloren. Unser Team war halt einfach krass schwächer als der Gegner. Muss man halt einfach mal so eingestehen. Der Kaltas scheint wohl gut in Helden-Damage zu sein, wie ich das hier sehe. Mit 40.000 Schaden auf Helden. Wir sind aber auch schon achtmal gestorben, also wir haben auch richtig scheiße gespielt. Aber der Tyrael ist halt so, man sieht, dass das kein Teamspieler ist, wenn man nach
was weiß ich, in vielen gefallenen Kills nur eine Beteiligung hat, dass nur einmal in der Nähe war, während ein Kill gefallen ist, dann ist das meistens kein gutes Zeichen. Und ich habe halt auch noch überhaupt keine Zeit gehabt, meinen Helden zu verstehen, was genau der macht, weil das ist die stressigste Map, die es gibt. Also auf dieser Map gibt es halt nur zwei Lanes und in der Phase muss man sofort nach unten. Also es ist eine Map, auf der man definitiv keine Zeit hat, sich... Leute, Alter, ja, wenn wir beim Verteidigen auch zwei AFK-Typen haben, ne? Dann brauchen wir auch nicht mehr verteidigen. Wenn die da oben eine Dreiviertelstunde lang zu viert in der Basis rumstehen... Die hätten es vielleicht noch verteidigt gekriegt. Der Golem war fast tot, die Jaina war fast tot. Jaina, sag ich schon, die Valla war fast tot. Vielleicht hätten wir es verteidigt gekriegt, aber nein. Selbst da hat unser Team nichts geschafft. Dann sind wir sogar noch 9-mal gestorben. Ist doch toll. Statistiken, ich will es eigentlich gar nicht sehen. Talente kann man sich auch nochmal angucken. Ich will die Statistiken eigentlich gar nicht sehen, aber wir sehen sie. Toll. Was aus den Statistiken rausgenommen wurde, sehe ich gerade, ist die Spalte mit den map-spezifischen Effekten. Also wurde. Eigentlich gab es immer noch eine Spalte, wo drin stand, was man, wie viele map-spezifischen Sachen man gesammelt hat, also wie viele Totenköpfe man beispielsweise gesammelt hat, oder wie viele Samen man gesammelt hat, oder wie viele Tribute man eingesammelt hat, je nachdem, auf welcher Map man spielt. Die gibt es hier nicht mehr. Die haben sie rausgenommen. Hm. Okay. War wohl nicht mehr notwendig, anscheinend. Wenn der Tyrael bei 14 Kills nur bei einem in der Nähe stand, dann hat er nicht unbedingt teamdienlich gespielt, muss man sagen. Der gegnerische Tyrael hat nämlich 30, die Gegner haben aber auch 44, also die Gegner haben 30 Kills mehr als wir. Die haben uns so krass dominiert, das ist unfassbar. Aber okay, Sylvanas hat mir ganz okay gefallen auf Anhieb. Also sie hat sich ganz vernünftig gespielt, aber ich habe halt überhaupt nicht verstanden, was sie da genau gemacht hat. Ich habe auch keine Anmerkung gehabt, was das hier macht. Fügt dem Ziel 10 Schaden zu und im Verlauf von 2 Sekunden zusätzlich 40. Okay. Dieser Effekt springt auf Ziele in der Nähe über. Oh, okay. Ich habe es einfach jedes Mal reingehauen. Ich wusste halt nicht mehr genau, was die Fähigkeit macht. Ja, gut, das war's dann für diesen Part auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.